Einen wunderschönen guten Abend, Freunde der Nacht. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Late Nights. Heute einer Oster-Special-Sendung und mussten notgedrungen quasi eine Special-Sendung machen, denn der Nils ist leider krank, der kann heute nicht dabei sein. Macht aber nichts, denn dadurch hatte ich sturmfrei und habe mir einfach ein paar Kumpels eingeladen. Und zwar werden wir heute die große Late Nights Poker Night machen. Live von der Poker-Cabana darf ich begrüßen Marc Hoffmann alias Fräulein Ming. Applaus, ja. Jan Dominikus, alias, ich habe keinen Spitznamen für dich. Und Alexander Alf, alias Mad Dog, natürlich bekannt noch von zig Millionen IFNGs und der einzige Mann, der heute gesponsert ist, weil er so krass im Pokern ist. Wir werden heute eine schöne Pokernacht feiern. Man muss dazu sagen, wir spielen ja regelmäßig, jeden Dienstag. Und da bessere ich mein Geheimnis regelmäßig. Ja. Wir spielen natürlich einen Salzschlamm. Meine erste Frage ist. Um Naturalien. Meine erste Frage an den Gastgeber ist eigentlich, wo ist das Bier? Ja, genau. Ja. Ja, wir sind ja ein Jugendsender. Ach so. Außerdem. Alkoholfreie Bier. Außer den linken Moderatoren ja alle kein Alkohol. Und wir sind auch alle Single. So, wir fangen direkt an, weil der Zeitplan ist natürlich sehr eng. Wir wollen natürlich durchkommen heute. Vielleicht ganz kurz ein bisschen was zu den Regeln. Wir haben uns gedacht, wir machen eine Mischung aus Wetten, das, ja, die Zuschauer haben wir ja, die Zuschauerzahlen. Es fehlt nur noch der Inhalt. Und zwar, wir spielen ein Turnier, 1500 Chips. Wer als erstes rausfliegt, muss was machen. Wer als zweites rausfliegt, muss was machen. Wer als drittes rausfliegt, muss etwas machen. Etwas, das natürlich keinen Spaß macht. Und der Gewinner gewinnt quasi, dass er nichts machen muss. Ja, Freiheit. Oder? Im Fall von Jan, wie immer. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ja. Vielleicht ganz kurz nur dazu erklären, was die Strafen sind. Wer erstes rausfliegt, also der Schlechteste, muss von unserem Programm direkt das Auto putzen. Ja. Was hat er für ein Auto nochmal? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich großes, kleines? Ein 60-Mann-Bus. Irgend so ein Japaner, glaube ich. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall geht es ja um die demütigende Art und Weise, dem Chef das Auto zu putzen. Ja. Dann, wer als zweites rausfliegt, muss für die gesamte Redaktion Brötchen schmieren. Einen Tag lang? Einen Tag, solange alle satt sind. Okay. Ja, in deinem Fall eine Woche. Okay. Dritte Strafe wird sein, was war die dritte Strafe? Genau. Unsere Frau Jördens unten am Empfang unterstützen, und zwar quasi als Portier, wird einen Tag lang dann unten ihr zur Hand gehen, den Leuten, die dort ein- und ausgehen, die Tür öffnen, die Sachen hochtragen, putzen und was noch so anfällt. Das sind die drei Strafen. Wir werden das Ganze dann natürlich aufzeichnen und nächste Woche wird das Thomas Gottschalk dann präsentieren. Und ja, zu den Blinds und zu den Chips sagt der Jan jetzt ein bisschen was, der das Ganze quasi hier logistisch organisiert hat. Richtig. Wir haben 10er, ne, die roten, 20er sind die weißen, 50er sind die blauen, 100er sind die schwarzen und wir erhöhen einfach alle paar Minuten. Genau, wir müssen leider die Blinds relativ schnell erhöhen, weil wir haben eine Stunde Zeit. Wenn ihr wollt, dass wir in Zukunft überziehen, so lange wie eine Late-Night-Sendung dauert, dann schreibt bitte an info@giga.de. So, ich sagen, fangen wir direkt an. Wir erklären die Pokerregeln nicht, wir haben auch keinen Kommentator. Das heißt, wenn ihr keine Ahnung vom Poker habt, habt ihr halt gelitten. Und, wir machen eine High-Card, oder? Wir machen High-Card, wer als erstes dealt. Das heißt, ich erkläre doch ein bisschen, wer die höchste Karte hat, das ist in dem Fall der Mack, der darf als erstes geben. Genau. Was denn Vorteil ist, und ab jetzt fangen die ersten 6 Minuten mit 10 und 20 an, ne? Mit 10 und 10 und 20. Was waren nochmal 10? 10 waren die roten. Richtig. Die ich hab's ja 20. schon so sortiert. Genau. Freundchen. So. Du bist Small Blind, Big Blind. Richtig. Bist du eigentlich ambitioniert in der Runde? Weil ich habe nämlich eben noch mit jemandem gesprochen, der hier für den Inhalt mitverantwortlich ist, und der hat mir gesagt, pass bitte auf, dass Eddie nicht als erstes ausscheidet. Dann ist er wieder so schlecht gelaunt. Ja, ich habe halt immer auch sehr viel Pech mit meinen Karten. Und deshalb, können runter. Und liebe Regie, bitte hier, ich sehe das gerade, hier den Plasma ausmachen, dass hier die Kollegen, ich poker jeden Dienstag, ich weiß, wie schlimm die sind. Drauf, ja. So. Hast du echt drauf? Nee, ich fange auch als erster an zu geben. Ja. Sag ich mal, wie sind die Blinds? 10, 20. Das Vierfache ist 80, ne? Ja. Wie viel sind das? 50. Ja, mach direkt mal, was ist das? 100. Ja, mach ich direkt mal 100er. Das ist ja ein ganz schöner Angriff. Ja, ich bin raus, würde ich sagen. Ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, du willst hier, nur weil wir jetzt hier vor Kamera sind, machst du hier auf dicke Hose, wa? Ja, dann call doch. Nee, mach ich nicht. Raise auf 300. Ach was. Oh, ich wollte sagen, don't touch my blind, aber in diesem Fall sei das mal erlaubt. Folds. Nimm mal die Karten, mach mal hier ein bisschen Dealer, richtig? Ja, ich wollte ja hier einen Snipe. Du hast direkt mich gereraised. Ich überlege jetzt, ob ich dich direkt in der ersten Runde nach Hause schicken soll. Da bin ich gespannt, ja.
Es überlegt gucken, mir aber es ist natürlich die Sache, man will natürlich nicht vor Kameras geblufft werden. Ne? Man will nicht geblufft werden, man will auch nicht der Erste sein, der rausfliegt. Allerdings habe ich halt the shit. Wir haben doch keine Zeit. Ja, dann gib mal Gas. Ja, haut rein. Also ich finde es lustig, wenn der Erste gleich rausfliegt. Du re-race. Ja. Eigentlich müsste ich jetzt all in gehen. Ja gut, dann. Aber das ist die erste Hand. Es ist die erste Hand. Wir können. Ich meine, das Turnier hat uns ja selber alle 10.000 Euro gekostet. Wir haben vor der Sendung gesagt, wir können gerne nochmal die Karte zeigen. Mit Riesen verschwenden. Nur noch Jan und ich sind drinne. Können wir mal gerne die Karten zeigen für unsere Zuschauer. Du guckst dann nirgendwo drauf. Nein, wo soll ich, ist ja nichts. Die Karten, und da kann ich an der Stelle nur sagen, wenn wir jetzt normal spielen würden, dienstags, würde ich auf jeden Fall All-In gehen. Ja. Aber ich verschone dich jetzt und deshalb call ich nur meinen Freund. Ja, hast du Glück. Ja. Gutes Herz. Also müsstest einen hier weitere 10 reintun. Ja, die nehme ich einfach raus. Okay, nimm Jan raus. Dann so. Hier kommst du Flop. Also im Port 320. Genau, der Dealer muss das hier alle nice machen. Hast du geburnt, ja? Ja, hab ich. Hast halt wirklich gelitten. Ich hab gewonnen. Ja. Okay. Geh ich mal zu dir. Ja, dann erhöhe ich direkt mal um. Ich auch. Ich hab gewonnen. Okay. Damn it. Geht auch nicht. Und dann setz ich mal, weil da du es bist und ich dich nicht in der ersten Runde vernichten will, 150. Du hast gar nichts. Der Call auf jeden Fall. Das sind 50, ja. Ne? Ja. In the river. Noch eine 3. Ja. Dann setze ich nochmal 200 auf die 3. Shoulder. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ey, ihr habt doch die Karten. Nee, Schwein. Wir haben gar nichts damit gemacht. Ich war selber ein bisschen baff, aber da habe ich dem ja den ersten Hit zugefügt. Alter Schwede, das ist doch. Alter, eine Flaschkarte. Ich hab doch eben ganz normal gemischt, Eddie. Also musst du echt keine Angst haben. Wir haben dich auf keinen Fall. Ah, ich dachte auch, du hast um echt seinen Queens getroffen, wenn ich ehrlich bin. Und der Jan ist tot. Nee. Alter Schwede. Vor allem er auf sein dämlicher Spruch. Erste Runde gleich Ass, König gegen Ass, Ass. Ey, vor allem wärst du daran schön broke gegangen direkt. Also du hättest jetzt gar keine Chips mehr, wenn ich nicht so freundlich. Ich so mit. Mit 200 Im Nachhinein war es freundlich von dir. Ja, ich wollte. Ich hatte Angst, dich in der ersten Hand direkt komplett Platz zu machen. Ich misch da mal und gib direkt wieder aus. Ich glaube, du wärst wirklich all in gegangen, oder? Wenn der Dienstag gewesen wäre, nicht auch vor Kamera auf jeden Fall unten gegangen. Natürlich als König. Ja. Das denkst du. Na, hätte ich gesagt. Danke. Drawing Dead? Naja. Ah ja, kein guter Start an der Stelle. Ja, ich habe selbst hast du verloren. Hast du trotzdem Bock auf den Big Blind? Bei der World Series hat jetzt gesagt, oh, that smells a lot of trouble for Gade. Das war natürlich. Das ist natürlich. Mit Account trifft direkt die auf Ass. Bubble nicht, zeigt die Karte. Naja, hab ich. Ich fold. Fold. Fold by man. Ich fold auch. Ich mach mal Complete hier. Check. Gibt's hier den nächsten Flop? Wieder. Nice. 6. Bube. Ich muss mir irgendwie mein. 5. Mit 2 Kreuz. Ich muss mir mein Geld irgendwie 5 mit 2 Kreuz. Ich raise. Albrecht ist zuerst auf 50. Call. Kommt der dann, ne? Beide noch drin. 2. Beim Maddy muss man sagen, Maddy ist eigentlich der gefürchtete Spieler. Du sparst ja tatsächlich für die WSOP. World Series of Poker Las Vegas. Ein Traum wie Pokerspielers, glaube ich. Du willst ja wirklich teilnehmen, stimmt doch, oder? Ja, richtig, ja. Nochmal. Raise auf 100. Hast du ein Flash oder was? Ja, da gibt's schon. Ja. Ich hab nämlich auch ein bisschen was. Try me. Ich hab ein bisschen was. Ein Tschüss oder was? Aber vor allem, was du nicht mehr hast, sind so richtig viele Chips. Also, ein bisschen vorsichtig. 10 Peak noch. Check. Ich auch. Was hast du? Ich hab die Karte. Ist sie gut genug? Ach, leck mich. Oh, da sehen wir schon, der Money Scoop. Der Money Scoop geht schon baden in den ersten 2 Händen. Ey, das ist aber auch bitter mit König Ass, oder? Jetzt sag doch mal selbst. Ja, das ist bitter. Du, darf dem Host der Show nicht passieren. Der muss die Requisite, da muss die Aufnahmeleitung muss dafür sorgen, dass der Gastgeber nicht. Die Karten gewechselt werden, ja. So scheiße darf man einfach in der ersten Hand nicht aussehen. Das wäre ein Debakel geworden, wenn ich all in gegangen wäre. Ja, stell dir vor, da wäre noch ein Ass getroffen. Oh, das wird gewonnen. Ja, ist so richtig baden gegangen. Ist jetzt Blinderhöhung, würde ich sagen. Jetzt in dieser Erhöhung. Ja, geht relativ schnell. 2040 jetzt, oder was? Alter, 2040, ganz genau. 20 Grad D noch, bitte. Absolutes Debakel hier. Hast du sozial Weg, Autos zu putzen? Also fängst du erst mal Kofferraum an, oder? Und vor allem ist die Innenpflege, ist die Innenbegriffen? Also mein Auto.